Herzlich willkommen im Studio 21. Heute sportlich, kann man sagen, auch ja, sportlich, aber es steckt ein bisschen mehr dahinter. Mhm. Wir haben Ninjitsu, einen Ninjitsu-Meister hier. Ja, und vielleicht einmal eingangs, was ist Ninjitsu? Also manche werden es kennen aus den diversen Filmen. Gut, Ninjutsu ist eine Kriegskunst. Keine Kampfkunst und kein Wettkampfsport, ist eher als Quelle dieser ganzen Entwicklungen zu sehen, ist für das Schlachtfeld gebaut und gemacht und entwickelt worden. Und erst daraus haben sich dann später die ganzen Wettkampfsportarten oder Kampfkünste destilliert, würde ich es schon fast sagen, aber bestimmte Elemente rausgelassen werden, damit man das zivilisiert da angehen kann. Aber dementsprechend ist es eher eine altertümlicher Zugang. Jetzt, wenn man so die Filme sich ansieht, das sind ja wahre Meister, die ja fast unsichtbar sind. Wie weit ist das Mythos oder wie weit kann das dann schon sehr wohl herankommen? Ich würde jetzt mal behaupten, in jeder Geschichte ist irgendwo ein gewisser wahrer Kern. Aber natürlich, gerade bei Filmen oder in Medien überhaupt, ist das schon so verwaschen und so verbrämt, dass man das nicht wirklich erkennen kann. Das sind alles Klischees, die sehr, sehr viel später gebildet worden sind, sehr, sehr viel später, als überhaupt diese Kriegskunst aktiv zum Einsatz gekommen ist. Die Klischees, die wir so kennen mit den schwarzen Pyjamas, ja, genau. die sind ein paar hundert Jahre, 200 Jahre danach erst entwickelt worden und dann halt weitergegeben, weil die sich geeignet haben für einen dramatischen Aufbau zum Erzählen von Geschichten. Weil in Wirklichkeit, wenn wir davon ausgehen, Ninjutsu ist eigentlich eine Spionagekunst, besser gesagt, das ist ein ganzes Konglomerat von Überleben unter schlechten Zuständen, unter schlechten Umständen wie Krieg, Bürgerkrieg, Katastrophenfall und alles Mögliche dazu, ist das jetzt nicht so besonders spektakulär. Das, was man an spektakulären Dingen sieht, ist es alles nur Hollywood oder halt Film und Fernsehen. Kann man sehr wohl sagen, es ist eine Kampfkriegskunst. Ja. Es hat sehr viel auch mit Taktik zu tun. Ja. Ist das auch ein bisschen eine Philosophie dabei? Ja, natürlich. Wobei das nicht so den Wahrheitsanspruch bei uns hat. Also ich würde schon sagen, es ist eine ganzheitliche Kunst jedenfalls. Du kommst ohne einen mentalen Grundstock gar nicht aus. Und wenn du dich nur auf die körperlichen oder auf die Skills alleine, auf die Fähigkeiten beschränkst, dann übst du dich zwar im körperlichen, aber du hast keinen Zugang zur eigentlichen Idee dahinter. Du haltest zum Beispiel bestimmte Belastungen mentaler Seite nicht wirklich aus, so wie zum Beispiel den Lockdown, den wir jetzt haben. Okay. Wenn du da nicht wirklich gut vorbereitet bist, sondern einfach nur so der Dumpfprügler bist von links, ich sag's mal so ein bisschen aus dem Bauch heraus, dann bist du zumindest auf dieser Ebene nicht wirklich darauf vorbereitet, eine unangenehme oder wirklich bedrohliche Zeit ordentlich zu überstehen, ohne einen Schaden zu nehmen. Und der Schaden ist ja nicht nur körperlicher Art, der kann ja auch geistiger Art sein. Ne? Viele Leute kriegen ja Probleme, wenn sie eingesperrt sind für Tage, wenn sie keine Bezugspersonen haben, können tatsächlich mentale Probleme bekommen, wenn sie gewohnt sind, sonst mit jemandem Kontakt zu haben. Ist durchaus verständlich. Jetzt in sehr vielen Kampfkünsten, sage ich jetzt einmal, gibt es diesen Satz Körper, Geist und Seele. Ja. Kann man das hier auch irgendwo weitläufig sagen? Oder? Ja, natürlich. Ich bin eigentlich der Meinung, dass
wenn man jetzt schon so Schlagwörter verwendet und wenn man die auch ernst meint, die sollten eigentlich überall Bezug haben und nicht nur irgendwo in den Kampfkünsten. Da werden sie halt besonders ausgesprochen oder sind sie besonders betont worden oder auch verbalisiert. Aber in Wirklichkeit ohne einen ganzheitlichen Zugang oder ohne dass ich auf mich achte, sowohl im geistigen, mentalen als auch im körperlichen Sinne, gibt es kein gesundes Leben. Ja? Wenn man da draußen sagt, dort, wo diese Prinzipien auf die eine oder auf die andere Art nicht beachtet werden, also einseitig, gibt es einfach Verzerrungen und krankhaftere Entwicklungen. Mhm. Sieht man in Gesellschaften, wo man sagt, ja, nur der Körper, und dann hat man halt lauter Leute, die geistlos irgendwo jede Kleinigkeit glauben, die irgendein Typ in der Regierung erzählt. Mhm. Ja. Herdentum. Ja, genau. Mhm. Das heißt, wenn man Ninjitsu ehrlich betreibt, ja, läuft man dann vielleicht nicht so ganz der Gefahr, dieses Lemmingen. Nein, also natürlich ist es, gemäß der Natur ist es ein subversiverer Zugang. Das heißt nicht, dass es ein krimineller Zugang ist, im Gegenteil. Aber subversiv heißt im Prinzip, ich unterwandere alles, was so die Massenströmung betrifft, um einen optimalen und effizienten Weg fürs Weiterkommen und fürs Fortkommen zu finden. Das Unterwandern ist ja nicht unbedingt schlecht zu sehen, sondern es ist so wie alles andere, ich kann es für alles Mögliche verwerten, man muss es wertfrei sehen. Zumindest die Technik, so muss man wertfrei sehen, sonst kriegt man leicht so diese Political Correctness rein. Ja. Man muss halt dann auch den dementsprechenden ethischen Unterbau haben, dass man diese Unterwanderung dann nicht missbraucht. Da wird man aber auch, ist man auch in alter Zeit sofort zum Verbrecher gestempelt worden. Also, egal, man konnte die Kunst so oder so einsetzen, also das, was man gelernt hat. Und auf der einen Seite war es in Ordnung und man ist faktisch als Agent bezeichnet worden. Hat man das Gleiche gemacht, aber nur zum Beispiel zu seinem alleinigen Vorteil, ist man sofort als Verbrecher bezeichnet worden. Das ist so wie heute auch. Ja? Nur weil ich etwas besonders gut kann, heißt es nicht, dass ich es verbrecherisch für meinen Vorteil ausnutze. Das heißt, wobei natürlich auch Mainstream zu hinterfragen oder kritisch zu betrachten, ist ja kein Fehler. Das gehört definitiv dazu. Und dazu stehe ich auch. Ja. Mhm. Mainstream wäre ja auch nicht mein Weg. Okay. Ja. Okay. Oh, und dann auch nicht. Nein, definitiv nicht. Jetzt zu dir als Person. Ja. Du machst das nicht erst seit gestern. Nein. Und wie bist du überhaupt zu dem gekommen? Das ist eine interessante Entwicklung für mich selber auch, weil ich meinen eigenen Weg einmal verfolgt habe. Ich habe mit 8 Jahren angefangen, Kampfsport zu trainieren, und zwar Judo, also 1976. Und habe dann relativ flott und ganz guten Trainingserfolg und auch ganz gute Wettkampferfolge hingelegt, weil mir das offensichtlich gelegen ist, zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht viel am Markt gegeben hat und wo also das ein bisschen noch auf sportlichere Basis gesehen wurde. Und da haben auch die Österreicher die ersten sportlichen Erfolge im internationalen Bereich gefeiert. Habe ich gemerkt, okay, das taugt mir. Also die Bewegung und die Idee dahinter und das damals noch sehr freundschaftliche Miteinander, nicht das Gegeneinander, hat mir sehr gut gefallen damals. Und dann letztendlich ist es aber darauf hinausgelaufen, da die Erfolge Österreichs in dieser Sportart besonders groß waren dann schon, vergleichsweise, also es war eine steile Aufwärtskurve, dass man halt die Talente dazu genötigt hat, mehr Wettkämpfe zu machen und mehr und mehr und mehr, also mehr oder weniger den Nachwuchs zu, ich habe das jetzt so, ich bezeichne es halt hart, zu verheizen. Ja, und ich wollte mich nicht instrumentalisieren lassen. Okay. Das war damals natürlich nicht in meinem Kopf, ich meine, als 12-Jähriger oder was, fällt einem dieses Wort nicht ein, aber ich habe mich immer gegen so etwas gesträubt, so hineingepresst zu werden und instrumentalisiert zu werden, das hat man nie getaugt. Ich wollte nicht benutzt werden, ich habe mich benutzt gefühlt offensichtlich. Dann habe ich mich davon gelöst und habe aber gesagt, ich habe mich nur von der Art gelöst, also nicht von der Kunst selber. Also nicht von den Dingen, die da technisch passiert sind, sondern eher von dem, was drüber liegt, also der Verband und dann und der Verein, der erwartet das von den, habe gesagt, das Schnecken, das mache ich nicht. Und habe einfach weitergesucht und habe dann eine Kampfkunst nach der anderen ausprobiert, weil ich habe immer irgendwas gesucht, irgendwas war immer zu wenig. Mhm. Da war mir zum Beispiel der Gemeinschaftsgeist zu wenig, obwohl es immer heißt, ja, Gemeinschaft, und ist es nicht, weil es sind alles untereinander, ist ein Wettkampfsport, der nicht auf Teambasis funktioniert, also wie meinetwegen beim Fußball, sondern definitiv auf die Person zugeschnitten. Da gibt es nur einen Gewinner, einen Medaillisten und, nicht ein Team zum Beispiel. Und das war halt definitiv auch dann im Vereinsleben so, also das
dieses Wettkampfdenken untereinander und das gegenseitige Ausstechen, das hat mir dann nicht mehr gefallen. Dann bin ich davon definitiv, habe ich mich entfernt, habe gesucht, ob es etwas gibt, was nicht so wettkampfbetont ist. War schwer damals, sehr, sehr schwer. Also 70er, 80er Jahre war schwer, etwas zu finden, was nicht so wettkampfbetont ist. Da sind die Entwicklungen ja erst gekommen. Da sind diese ganzen, in den 80er Jahren, die ganzen Klischee-Filme, die ganzen Kung-Fu-Filme in den 70er, 80er Jahren und dann natürlich die Ninja-Filme. Nur das Problem an der Sache ist, zuerst kommen die ganzen Marktschreier. Wenn du zu denen trainierst, kommst du entweder drauf, dass das Scharlatane sind, also zumindest eigentlich Amateure, die das nicht gut können, oder die einfach nur Blödsinn verkaufen wollen. Und da ist die Suche relativ lang gewesen, habe aber dann als Überbrückung doch in meiner Schule damals Jiu-Jitsu gemacht und Karate. Überbrückung unter Anführungszeichen für meine weitere Karriere. Verstehe, ja. Und ich habe aber immer nach was Neuem gesucht. Und damals war noch Prä-Internet, das bedeutet, ich musste Bücher lesen. Also zum Recherchieren zumindest. Und habe nicht Google, sondern Bibliothek, und dann habe ich mir Bücher gekauft, die waren alle auf Englisch damals noch. Und dann habe ich endlich einmal den Hook gefunden. Ja, also ganzheitlich, das, was mir gefallen würde, wäre tatsächlich Ninjutsu. Aber das ist was anderes als in den Filmen. Deutlich anders. Es gibt schon einen Kern, der so ähnlich ausschaut. Das kann ich nachvollziehen. Aber in Wirklichkeit ist da noch sehr, sehr viel mehr dahinter vor. Das ist interessant. Das ist eben nicht nur Kampf. Im Gegenteil, das Geringste davon ist Kampf, um sich im Endeffekt in einer Orgensituation noch irgendwie so zu entziehen. Das meiste davon ist aber Wissen aneignen und Überlebensskills aneignen und Spionagetechniken und Psychologie und Medizin. Das ist ein Riesenpack. Das hat mich total interessiert. Dann habe ich forschen müssen. Mental ja auch. Ne? Natürlich, sowieso. Die mentalen Voraussetzungen, um sowas überhaupt zu können, sind extrem wichtig. Ja. Ne? Weil sonst bist du sehr schnell einfach nur ein Wissen ohne Weisheit. Ja? Wissen ohne Weisheit ist übel. Weil wenn ich mein Wissen, das wird sofort mein Ego sagen, so, wende es für deinen Vorteil an. Aber weise muss das ja jetzt nicht sein, weil ich ja mehr zerstöre unter Umständen, nur für meinen eigenen Vorteil, als ich insgesamt aufbaue. Ja? Nur weil ich einen eigenen Vorteil habe, mache ich um 100 Euro, mache ich irgendwas um 1000 Euro kaputt. Wenn die mich einfach eine Autoscheibe einschlag oder ein Auto aufbricht, das hat 1000 Euro Schaden, nur weil ich hier Wechselgeld rauszahlen kann. Damit ich jetzt richtig verstehe, wenn du heute etwas lehrst, ja. Also ja? Jetzt Ninjutsu. Du erklärst aber auch den Leuten, warum sie das jetzt lernen. Also im Gegensatz zu unserem Schulsystem, da wird man einfach vollgestopft mit Wissen, ohne zu sagen, für das lernen. Also ich erkläre den Leuten, warum sie das lernen, was sie lernen. Warum sie zu mir kommen, dass ihre Motivation schon von selber kommt. Ja, natürlich. Und das ist auch schon ein Aussiebemechanismus. Es gibt Menschen, die halt sich darunter was ganz anderes vorstellen. Oder unter anderem also zigtausend YouTube-Videos oder sonstige Klischees halt verfolgen. Und das sind wir einfach nicht. Ja. Wir sind auch keine Reenactor, die einfach irgendwelche historischen Geschichten spielen. Es sei denn, die sind nötig, um zu verstehen, wohin man sich entwickelt hat. Weil das sind ja auch gute Prinzipien, bleiben gute Prinzipien. Natürlich. Ich brauche mich nur heute nicht in Rüstung prügeln, weil wer trägt heutzutage eine Samurai-Rüstung auf der Straße? Das brauche ich nicht. Ja. Ich muss zwar die Prinzipien kennen, warum. Ja. Aber ich muss jetzt nicht eine historisch genaue Rüstung tragen, nur deswegen, um zu verstehen, wie eine Technik funktioniert. Ja, das ist einfach nur Reenactment und natürlich sieht das toll aus, ja, das ist fürs Video gut, das schaut toll aus. Hat eine Berechtigung. Hat alles eine Berechtigung, naja, es ist natürlich auch werbeträchtig, natürlich. Aber das machen wir halt nicht, weil es sinnlos ist. Ja. Das ist, ich gebe nicht ein paar tausend Euro nur deswegen aus, um da einmal toll zu glänzen auf einem Video. Ja. Das mache ich sicher nicht so. Mhm. Das brauche ich auch nicht. Bringt ja nicht wirklich. Nein, das bringt ja nichts. Ja. Das bringt den Leuten überhaupt nichts. Wenn ich jetzt mit dem beginne, da brauche ich ja Hilfe. Wie kannst du Hilfe geben? Das heißt, dass ich sage, ich möchte das lernen, ich möchte das durchhalten, aber ich habe Angst, ich schaffe das einfach nicht. Erstens mal gibt es den Community Touch. Ja? Wenn du das brauchst, kannst du dir, es gibt mehrere Möglichkeiten zu lernen bei uns und bei mir. Entweder habe ich ein Dojo, das tatsächlich ist ein Dojo, eine Lehrstätte, wo wirklich eine Community zu Hause ist, wo du hast verschiedenste, quer durch die Bank von den Erfahrungsstufen. Okay. Das heißt, du kannst du hast so einen Weg, auch den du nachverfolgen kannst von Schüler zu Schüler, der halt einmal der jüngste Schüler und halt der erfahrenste, der theoretisch dann auch mein Trainer sein kann, also ein Trainer von mir sein kann. Und du kriegst dann sozusagen so den Weg, okay, der kann das schon, aber das ist für mich erreichbar.
Und der Nächste kann das schon, das ist aber für den Nächsten erreichbar. Du kriegst so eine Linie vor. Das ist schon mal eine ganz gute Struktur. Du kriegst mit, dass das alles in kleinen Schritten passiert. Nummer zwei ist, du kriegst von uns die Sachen ja auch dementsprechend beigebracht. Ist ja nicht so, dass du von heute auf morgen irgendwelche tollen Techniken runterradeln können musst. Du musst schon ein gewisses Maß an Geduld lernen und wenn du das nicht aufbringen kannst, gehst du sowieso wieder weg. Verstehe. Wie bei allen anderen Sachen, wenn du ungeduldig bist und du bist jetzt nicht, super begabt und du siehst sofort die ersten super tollen großen Fortschritte, dann gehst du sowieso aus jeder Sache raus, egal, die du neu machen willst. Ja, nur wir sind halt auch geschult, die kleinsten Dinge, die dir Probleme bereiten, so aufzubereiten, dass du sie erreichen kannst. Also verlangt niemand von dir, dass du eine Grundtechnik gleich von Anfang an, wenn ich sie dir einmal zeige, nachmachen kannst. Es gibt durchaus Zugänge, wo du vom Meister die Sachen nur vorgezeigt bekommst, zweimal, und dann musst du sie so lange nachmachen, bis sie klappen oder du gehst. Das ist bei uns nicht so. Ja? Wir bereiten das schon in einem ganz anderen Bereich auf, in didaktisch auf, in kleinen Schritten, sodass du eine Technik nicht einfach nur abschauen musst. Es gibt Leute, die können das vom Abschauen. Okay, toll. Aber es ist also ein kleiner Prozentbereich. Ja. Die anderen brauchen schon eine Unterstützung. Verstehe, ja. Wir geben von Anfang an die Unterstützung. Das gehört dazu. Mir hat der Satz von dir gefallen, also ich gebe jetzt nur sinngemäß, wie du gesagt hast, für dich wäre das optimal, wenn ein Schüler besser wird wie du. Natürlich. Freilich. Wenn mich meine Schüler, ich versuche so gut wie möglich zu erzielen, also ich versuche es wirklich, dass meine Schüler so schnell wie möglich mich überflügeln. Okay. Ja, also einige. Die Neuesten werden es vielleicht deswegen jetzt zu Lebzeiten vielleicht nicht mehr schaffen, weil das zu lang dauert. Vielleicht, doch erfahren, vielleicht, aber ich würde mich wirklich freuen darüber, wenn das auch noch geht. Und das ist, manche sind tatsächlich schon am besten Weg. Mhm. Und das ist auch der Grund dahinter ist ein sehr pragmatischer. Ja? Wenn du dein Ego mal zurückstellst, also dieses, ich muss dann immer der Meister sein, ich muss immer besser sein als alles andere. Was sie mir nicht wegnehmen können, ist meine Erfahrungszeit. Genau. Weil einer, der jetzt anfängt, wird die 30 Jahre Erfahrung einfach, oder mehr, wesentlich mehr, aber die 20 Jahre Lehrererfahrung nicht, weil der Abstand bleibt ja gleich, der Jahresabstand. Mhm. Aber der Kompetenzabstand kann schnell abnehmen, wenn ich ein guter Lehrer bin. Und wenn ich es schaffe, dass mich jemand überflügelt, das gewährleistet, dass diese ganze Sache weiterlebt. Im Prinzip ist es so, wenn einer nur gleich gut ist wie ich, ist das eigentlich schon Rückschritt. Weil meine Schüler machen es ja nicht sofort besser, gleich gut weiter nach wie ich. Mhm. So, wenn ich jetzt aber nur gleich gut bin, dann ist es so, dass die Schüler von dem es etwas schwächer nachmachen. Verstehe. Die Nächsten machen es noch schwächer nach und die Nächsten machen es noch genau, schwächer nach, bis das Ganze so verwässert ist, dass überhaupt nichts mehr mit dem Ursprungssystem zu tun hat. Mhm. Weiß ich, dass mich die Leute kompetenzmäßig überflügeln, bin ich sicher, dass eine mindestens gleich gute Qualität, wenn nicht sogar mein Ziel wäre, eine höhere Qualität, für die Zukunft abgesichert ist. Das heißt, Generationen zu können. Über Generationen. Über Generationen, natürlich. Ich denke in Generationen. Ich denke nicht von heute. Also in diesem Bereich denke ich in Generationen. Okay. Na klar. Es ist so, wie wenn man, gibt es einen Vergleich aus einem ganz anderen Eck, aber es passt genau gut rein. Es ist so, wie wenn ich sage, ich habe eine tolle Leistung und ich bin wirklich ein Riese in meinem System. Ja? Ich bin ein Riese in dieser Community, meinetwegen. Ja? Und vielleicht ist ein anderer nur ein Zwerg. Mhm. Ja? Meinetwegen. Soll so sein. Ja? Aber der Zwerg kann sich auf meine Schultern stellen, weil ich ja die Basis aufgebaut habe und auf die kann er sich draufstellen. Und weil der eben um ein kleines Stückel deswegen über mich drüber schaut, kann der besser sein als ich. Verstehe. Und sieht mehr als ich. Ich glaube, das sieht man ganz gut auch zum Beispiel oft, vor allem in der Politik sieht man das sehr stark. Da gibt es Parteien, die wachsen plötzlich mit der Führungsperson, die sie haben. Ich sage jetzt nicht Führer, aber das ist, wer ist, nein, sondern mit der Führungsperson. Ja, ja, Obmann oder was auch immer. Obmann oder wie auch immer. Der ist weg und das Ganze bricht in sich zusammen. Richtig, ja. Und das soll es ja nicht sein. Ne? Na, um Gottes Willen. Also ich habe schon vor Jahren, das hat meine Schüler ziemlich erschüttert, aber ich habe mir meine Einstellung gesagt, ihr müsst, wenn es mich von heute auf morgen erwischt, müsst ihr das weitermachen können. Ja, okay. Das geht nicht. Ja, deswegen geben wir ja so Gas, deswegen versuche ich ja, dass ihr besser werdet als ich, weil ihr insgesamt, oder dass ihr zumindest so schnell wie möglich gleich zieht, was die Kompetenz betrifft, und dann anfangt aufzubauen. Weil es um die Sache geht. Weil es um die Sache geht. Es geht nicht um einen Personenkult. Vergesst den Personenkult. Ja? Schön, dass ihr mich, also Gott sei Dank nicht ganz so, aber schön, dass ihr mich verehrt. Ja? Aber ich glaube eher, dass ihr, es ist ja auch nicht meine Erfindung. Ich verstehe, ja. Ist ja nicht meine Erfindung. Ja, ja. Was ich bin bestenfalls der Mittler. Das Ganze hat vor ein paar tausend Jahren angefangen und wurde weitergegeben und halt entwickelt. Und ich bin vielleicht jemand, der weiterentwickelt hat, aber es ist nicht meine Erfindung, es ist auch nicht mein Eigentum. Sondern das Wissen kommt nicht von mir, sondern durch mich.
Ich vermittle das nur, ja. Und ich vermittle es für den, der es mir beigebracht hat. Kann man aber auch sagen, das Wissen lebt aber auch davon, dass es sich immer wieder weiterentwickelt, dass immer wieder neue Ideen hinzukommen. Natürlich, es muss sich ja auch den Gegebenheiten anpassen. Mhm. Ich muss ja, wenn ich überleben will, mich den äußerlichen Gegebenheiten anpassen. Es wäre also vollkommen wahnwitzig zu glauben, ein System ist fertig und fix und perfekt und muss sich nie verändern. Das ist nicht nur konservativ, sondern das ist ja in Wirklichkeit schlimmer, also nicht schlimmer, sondern das ist negativ, das Negativum davon, was man, ja, ich erhalte etwas trotz der Sinnlosigkeit, das brauche ich nicht, das muss ich immer weiterentwickeln. Es würde auch unserem Geist vollkommen widersprechen, weil auch die Ninjas damals haben sich definitiv den modernsten Dingen bedient. Die haben schon mit Schießpulver gearbeitet und mit Kanonen, auch wenn die nicht gut getroffen haben damals. Ja. Aber sie haben damit auch gearbeitet und das war hochmodern zu dem Zeitpunkt. Das haben sie zu Kriegsführung kaum verwendet. Hightech, genau. Wir verwenden natürlich keine Hightech, aber wir müssen uns trotzdem den Gegebenheiten anpassen. Was ich draußen an Ansprüchen habe, an die muss ich mich anpassen. Ich muss mich permanent verändern. Mhm. Ja? Also jede Sekunde faktisch ist ein Teil meiner Veränderung. Es klingt ein bisschen hochtrabend, aber es ermöglicht damit, dass ich auch möglichst wertfrei, also bewertungsfrei mich diversen Themen annähere, ohne dass ich jetzt mit Vorurteilen reingehe und dadurch schon das Ergebnis verzerre unter Umständen so weit, dass man es nicht mehr erkennen kann am Schluss. Ich war jetzt bewusst provokativ. Ja. Was für einen Sinn kann es für mich machen, nicht so zu lernen? Ich will ja kein Security-Mann werden, ich will kein Spion werden, ja. Oder vielleicht doch, aber welchen Sinn kann es für mich haben? In der modernen Zeit, jetzt. In der modernen Zeit. Jetzt Zeit. Also für mich jetzt persönlich. Abgesehen davon, dass es keine Juristen, also sprechen wir mal, ich habe so ein paar Punkte, die das zusammenfassen können. Das erste ist, sprechen wir mal von dem Klischeeartigen, von dem Körperlichen. Du wirst dich körperlich vor Verletzungen besser schützen können. Das heißt, sowohl Verletzungsprävention, also Unfälle, reine Unfälle, Stolpern oder sonstiges oder Schlimmeres, ja, das ist schon einmal ein ganz gutes Paket. Da gibt es schon mindestens 3 Leute in meinem gesamten Schülerkreis, die sich definitiv den Kragen damit gerettet haben. Ich meine jetzt wirklich den Kragen. Kann ich bestätigen. Ja. Gut, das zweite ist, sagen wir mal, Übergriffe gegen die Person, echt, also nicht Gefahren, die aus Sachen bestehen, sondern aus Menschen, die wirst du dir auch vom Leib halten können mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, als du es ohne kannst. Ich spreche nicht davon, dass du zum unbesiegbaren Krieger wirst, ganz sicher nicht. Das ist klar. Das heißt aber auch bei uns, weil das für den nicht für irgendwie einen zivilisierten Einsatz gemacht ist, dass das keine juristische Selbstverteidigung sein kann. Ja, das ist sie nicht und das werde ich auch, ich verkaufe keine Selbstverteidigung, ganz sicher nicht. Aber du wirst zumindest die Gefahren so weit vom Leib halten können, dass du gesund bleibst. Okay, wenn es ausreichend passt. Naja, ja, gewonnen. Wenn du dann noch ein bisschen vorsichtig umgehst, dann wirst du auch juristisch safe sein. Aber ich spare nicht extra, nur damit ich juristisch safe bleibe. Also es ist nicht für den freien Gebrauch gedacht. Musst da schon noch ein eigenes Gebrauchsset dafür zusammenbasteln, damit du nicht drüber schießt. Mhm. Und das mache nur ich nicht, weil ich lasse mich nicht beschränken. Dafür muss ich, das ist aber mein persönliches, meine Entscheidung. Es kommt auch zu nichts bei mir. Dann, du überstehst Krisen viel besser, wenn du stabil bist, und zwar auch körperlich. Wenn dein Körper genügend Energieressourcen zur Verfügung stellt, funktioniert dein Gehirn besser. Ja? Dein Gehirn ist besser geschmiert, du arbeitest das mental auch besser. Aber wenn du mental gut vorbereitet bist, ist es umgekehrt auch wieder so, dann achtest du darauf, dass du gesund bleibst, ja? Dass dein Körper halbwegs leistungsfähig bleibt, trotz Einschränkungen. Ja? Du lässt dich nicht einfach nur künstlich beschränken, ja? Deine Gedanken sind trotzdem frei oder dein Körper ist frei, je nachdem. Und dementsprechend schaust du auch, dass alles so trotz Einschränkungen und Druck von außen immer in einem angemessenen Gleichgewicht bleibt. Verstehe. Okay? Das ist aber das Gesamtpaket, das verspreche ich niemandem, das kannst du herausholen, wenn du dich darauf einlässt und dein eigenes Ding draus machst. Wenn du versuchst, mich zu kopieren, verzerrst du sofort alles, weil du bist eine eigene Person, du hast deine eigene Lebensgeschichte, dein eigenes Profil. Und du musst das deines draus machen, du musst deinen persönlichen Weg da heraussuchen, um das auch sauber zu integrieren, weil sonst wird es einfach nur eine schlechte Kopie von irgendeinem Vorbild. Sieht man auch häufig, ja. Ich brauche nicht mein Vorbild nachmachen. Das ist verkehrt rum bei uns. Ich kann lernen, ich kann... Du kannst lernen, ja, nehmen, weil wenn du alles übernimmst, nimmst du auch meine Fehler mit. Ja. Das ist ein Blödsinn, ja. Ich weiß genau, wie fehlerhaft ich bin, also Gott sei Dank, also ich weiß hoffentlich ausreichend, genau...
Aber ich weiß nicht alle, aber meine Frau wird es mir sagen. Großartig. Wenn du das nehmen kannst, ist großartig. Mhm. Ja. Das lernt man bei uns auch. Mhm. Zum Beispiel. Mit Kritik umgehen. Ja, ich würde es mal konstruktive Kritik zu machen aus dem, was dir jemand Feedback gibt. Verstehe. Man kann sagen, klingt jetzt komisch, aber auch vom Dümmsten kannst du lernen. Das heißt, wenn jemand mit einer wirklich unangemessenen Art an dich herankommt und dir eine Kritik an den Kopf wirft, kann es sein, dass du emotional reagierst, ist schon was aus dem Gleichgewicht. Ne? Oder du schaust, okay, woher kommt das? Was ist das für ein armes Schweinerl, das sich da plötzlich herablassen muss auf der einen Seite? Oder auf der anderen Seite, okay, was steckt dahinter? Ist da etwas dahinter, wo bei mir ein Mangel ist, dass bei ihm das ausgelöst hat? Kann ich auch nachdenken drüber. Mhm. Wenn ich zu der Meinung komme, okay, es ist zwar unangemessen, weil er sich gerade blöd verhalten hat, aber das stimmt eigentlich was dahinter, kann ich lernen daraus, kann es verändern und dann wird der wahrscheinlich auch wieder anders reagieren auf mich. Aber ich muss immer eine Lehre ziehen können. Natürlich ist muss wirklich gut drauf sein dafür. Ne? Ja, im Endeffekt bist du nicht immer in deiner Mitte. Das wäre auch, bist ja kein Erleuchteter. Ja? Aber es gibt tatsächlich so Momente, wo sowas passiert und du denkst, siehst, da hat es funktioniert. Das habe ich dem nicht übel genommen. Ich bin nicht in Saft gegangen, habe nicht zum Streiten angefangen, sondern ich habe mein Ego zurückgenommen, habe darüber nachgedacht und dann ist nachher was Gutes rausgekommen dabei. Das heißt, ich widerspiegel etwas. Also er sieht in mir etwas, was ihm möglicherweise... Und ich merke das gar nicht, dass das eigentlich auch mitunter mein Fehler sein kann. Das kann eine Rückprojektion sein. Genau, die kann besonders grell sein. Das ist halt das Unangemessene. Okay. Ja. Und es ist auch, bist doch nicht jederzeit dafür bist auch nicht jederzeit fit dafür, dass du Feedback gerade nimmst. Ja. Mhm. Du bist gerade mit Trauerarbeit beschäftigt, dann wird es eher ungut sein, wenn jemand kommt und deine Mängel aufzeigt noch. Mhm. Ja. Bist gerade in einer depressiven Verstimmung, ist eher blöd, wenn deiner einen Mängel aufzeigt. Kannst damit nicht umgehen. Aber wenn du es zum richtigen Zeitpunkt nehmen kannst, großartig. Und je mehr du in deiner Mitte bist, je mehr du dich nicht so stark emotional irgendwo reinlässt, also je mehr du ausgeglichen bist, desto häufiger und desto stärker sind diese Möglichkeiten, dass du Feedback von draußen wertungsfrei annimmst. Du musst das hier nicht sofort alles aufnehmen, aber zumindest mal wertungsfrei annehmen, abwägen, auswerten unter Anführungszeichen, analysieren. Und auch da dann keine emotionale Beteiligung insgesamt mehr zu haben, weil du integrierst entweder eine Lernerfahrung und sagst, okay, nein, das ist ein Thema bei ihm, der war halt gerade schlecht drauf oder es geht ihm nicht gut. Heißt ja nicht, dass ich nicht sauer sein kann. Ne? Ich kann sagen, Alter, hast du irgendwo eine hinten drauf gehaut oder am Kopf gehaut oder bist irgendwo dagegen gerannt, dass du jetzt mit mir gerade so redest. Das kann ich mir natürlich denken, stimmt schon. Ja. Nur ich muss halt nicht alles aufschaukeln. Das eskaliert sofort. Ja. Liegt an mir. Ich muss nicht alles nehmen, was kommt, ja, aber ich muss ja nicht zurückhauen dafür. Verstehe. Ja, klar. Wenn man Ninjitsu betreibt, liebt man es ja auch. Ne? Ich glaube, das ist bei jeder Beschäftigung, die du wirklich mit Begeisterung machst, lebst du es bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Ich merke es bei euch im Studio, ja? Ihr macht die Sachen mit Begeisterung, man merkt das wirklich im Detail auch. Mhm. Ich glaube, das ist überall so. In jeder Beschäftigung. Aber ja, ich gebe dir recht, natürlich, ich betreibe das und ich lebe das natürlich auch, klarerweise. Das heißt auch von wegen Ernährung, Gesundheit, also das ist wirklich, kann man sagen, ein wie heißt das schön, ganzheitlich? Ja, also es gibt ein Unwort, nein, Unwort nicht, das ist holistisch, okay. Ganzheitlich. Ja, stimmt, ist es klar, weil die Ausbildung, was ich davon ausgehe, die Ausbildung von einem Agenten ist nicht billig gewesen. Das glaube ich auch, ja. Also man kann sie eigentlich nicht leisten, dass man die einfach so verheizt. Mhm. Einfach so rausschmeißt, ja, so wie dutzendware Samurai übertreibt es jetzt natürlich, ja, wo sich am Schlachtfeld ein paar tausend gegenüberstehen und das ist eh wurscht, weil gewinnen tut der mehr Soldaten hat. Sondern die waren definitiv wertvoll. Also mussten die ein Riesenpaket an Sicherungsmaßnahmen und na klar hat sich da eine ganzheitliche Geschichte entwickelt, weil je länger der einsatzfähig war, der hat dann mit 80 Jahren auch noch einsatzfähig, wenn er zum Beispiel fünf Dialekte beherrscht hat, natürlich. Akzentfrei. Als 80-Jähriger ist das vollkommen im hohen Alter ist das vollkommen unauffällig, wenn du dich durchbewegst und in Wirklichkeit spionierst, zum Beispiel. Das heißt, man hat es einfach den Gegebenheiten angepasst. Genau. Weil mit zunehmendem Alter habe ich andere Aufgaben gebildet, bin aber durchaus voll noch natürlich, einsatzfähig. Ja. Natürlich, es sind ja nicht Kampfeinheiten gewesen. Die hat es natürlich gegeben, aber das ist das, worauf der Film sich besonders hinlegt, weil da gibt es Action. Das ist so ein winziger Bereich,
ein relativ kleiner Bereich im gesamten System, wo sich diese Action-Sachen abgespielt haben. Natürlich ist das dann, wo der Film drauf fokussiert, weil wen interessiert es schon, wenn einer jahrelang irgendwo in einer Stadt Informant ist? Unentdeckt. Niemanden. Jetzt sieht man viele Sportarten und vor allem auch viele Filme, wo es dann stundenlang sitzen und oder sonstige Dinge machen. Aber Meditation ist Spaß beiseite. Meditation ist, glaube ich, ein wichtiger Weg. Macht sie das auch? Ja, das gehört dazu. Mhm. Das gehört genauso dazu wie körperliches Training und sozusagen inhaltliches Training gehört Meditation auch dazu. Also nicht nur Wissen, sondern auch Weisheit, wenn man so möchte. Man muss vorsichtig sein damit natürlich mit dem Begriff. Und Meditation ist die Möglichkeit, sich persönlich wieder in seinen eigenen Mittelpunkt zu bringen, um zum Beispiel die besten Lernvoraussetzungen zu haben. Deswegen gibt es am Anfang unseres Trainings immer so eine kurze Versenkungsphase, damit man so eine Art mentalen Hausputz machen kann und die ganzen Reste vom Alltag mal beiseite schiebt oder sogar in den Mistkübel wirft, also in den vorgestellten Mistkübel, und dann einfach wieder mit einem Anfängergeist in das Training reingeht, damit man immer aufgefrischt ist mental. Und das kann man auch für härtere Geschichten natürlich lernen, weil diese Versenkung, diese kurze Form Training, ist ja nur eine kleine Übung. Mhm. In Wirklichkeit steckt ja wesentlich mehr dahinter und man muss auch, wenn man Meditation wirklich lernen muss, muss man das genauso trainieren. Ja, das heißt, in sich versenken, kann man sagen. Ja, das lernen wir auch. Also es gibt nicht so, wenn man sich das esoterisch vorstellen mag, kann man es gleich vergessen. Ja. Und dieser ganze New Age-Kack, das ist mal wirklich raus. Damit das Blödsinn, ist wissenschaftlich mittlerweile eh schon erforscht, gut erforscht, und wir sind einen guten Weg. Es gibt mittlerweile wahrscheinlich auch die Idee, dass man das dass man es lernen kann und dass man die Anwendungslernen kann. Wir machen das eh schon seit Jahrhunderten, empirisch. Empirisch halt. Und jetzt sind natürlich genügend Gehirnforschungen dazugekommen. Ja. Der Weg dorthin ist relativ einfach zu erlernen, aber natürlich wie alles andere, wie man laufen lernt, sonst, man muss immer trainieren. Es ändert nichts dran, du musst Sachen automatisieren, damit du nicht mit dem bewussten Verstand, weil Meditation mit dem bewussten Verstand funktioniert nicht. Mhm. Damit die Sachen automatisiert ablaufen, musst du das trainieren. Ich biete das auch zurzeit im Streaming an, dass man das trainieren lernt. Absolut. Das ist keine Meditationsstunde, dass du meditierst eine Stunde, sondern das ist Meditationstraining. Du kommst dorthin, damit du auch es gibt nicht den einen Weg für Meditation. Ne? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, so einen Zustand zu erreichen. Kein Mensch ist gleich. Ne? Natürlich. Nicht jeder ist gleich, jeder findet seinen Stil und da gibt es halt ein paar ganz, ich mache das auch relativ trocken, ganz trockene Wege, wenn du die übst, kommst du dorthin, dass du das anwenden kannst. Das dauert halt. Mhm. Muss man genauso trainieren. Wie gesagt, wie Laufen oder Kampfsport oder sonst was, muss man halt trainieren. Mhm. Das gehört genauso zu unserem Ausbildungsprogramm. Müssen wir genauso machen. Mhm. Was vielleicht für viele interessant ist, wie kann ich es erlernen? Das heißt, nicht aus Büchern, solche Sachen lernt man nicht aus Büchern, aber wie kann ich jetzt sagen, mich interessiert das, ich möchte mich erkundigen und welche Voraussetzungen brauche ich? Gut, es gibt ein paar Voraussetzungen, die sind einfach, du musst das wollen, du musst also lernen wollen, du musst dich interessieren, weil wenn es dich nicht interessiert, brauchst du nicht anfangen. Dann je nach körperlicher Verfassung, ich sage nicht Leistungsfähigkeit, Verfassung, kann es sinnvoll sein, Vorarbeit zu leisten, also wenn du absolut unfit bist, sodass du bei den ersten drei Stiegen schon einen Keuchanfall kriegst, dann kann es sinnvoll sein, vorher oder begleitend dazu entweder Physiotherapie zu machen, das ist also das unterste Level, oder halt ein bisschen Fitnesstraining, dass du einen durchschnittlichen Level kriegst, damit es nicht nach den ersten fünf Schritten in einer Stunde Training so ausgepowert bist, dass du dem Unterricht nicht mehr folgen kannst. Denn das ist die einzige Voraussetzung. Eigentlich ist es das Wollen, weil Können tut es jeder lernen, egal welche Einschränkungen du angeblich hast, wirst erstaunt sein, wie wenig die Einschränkungen wirklich Auswirkungen auf das Aneignen von der Kunst hat. Das heißt, du musst nicht schon jetzt der Hero sein. Nein, okay, überhaupt nicht. Wirst du ja eh nicht. Im Gegenteil, wir sind ja eigentlich die Feiglinge, wir rennen davon. Wir wollen das Leben schützen. Unseres Ja, genau. Und dann, wie du es lernst, ist ganz einfach. Du kommst entweder in den Einzelunterricht oder in einen Gruppenunterricht, das kannst du dir, oder halt in einen Kleingruppen oder in einen größeren Gruppenunterricht, je nach Geschmack. Und wie du dir am wohlsten fühlst. Und dann lernst du Schritt für Schritt, wie isst man einen Elefanten? Mhm. Bissen für Bissen. Du kriegst ihn eh nicht auf einmal runter. Also musst du ein kleines Stück runterschneiden. Und genauso fangst du an. Du kommst herein, lernst deine ersten Kleinigkeiten, mit denen du dann
experimentieren kannst selber, wie das funktioniert. Du siehst aber trotzdem, wie die anderen schon umgehen damit. Und du kriegst deinen Weg gezeigt, den genauen Kurs, aber wie du den jetzt beschreitest und mit welchen Abzweigungen und wo du dir was holst, bleibt dann dir überlassen. Mhm. Was auch gut ist, von wem du dir denn, wen du da als Vorbild nimmst, um mit dem zu lernen, das bleibt dir auch überlassen, weil da ist auch wiederum wichtig, jeder von uns hat die Aufgabe und auch die Verpflichtung, das ist Etikette sozusagen, Vorbild für den anderen zu sein. Okay. Ja, jeder. Auch der Jüngere dem Älteren und der neueste Schüler für den Eltern sollte eigentlich dann auch ein Vorbild sein, weil der ist zum Beispiel in seiner Strebsamkeit ein Vorbild für manche, die sich dann schon so bequem gemacht haben. Das heißt, auch wenn ich jetzt habe meine 20 Kilo Übergewicht, kein Problem. Ist kein Problem. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Haben wir alles. Im günstigen Fall werde ich das Übergewicht dann verlieren, weil meine Einstellung vielleicht verändert. Stimmt, ja. Hat oft so eine Wirkung gehabt. Mhm. Zumindest kommst du auf einen Bereich, wo du in einen Wohlfühlbereich reingehst. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Ja, natürlich ist das Sinn und Zweck der Sache. Dann bist du ja auch da oben, wenn du dich rundherum ausreichend wohlfühlst, absolut, dann bist du ausgemittelt und denkst nicht immer daran, dass du kreuchst oder dass da irgendwie was spannt oder so. Das heißt, absolut fehl am Platz ist, wenn man aus dem Grund hingeht, dass ich mich heute oder morgen meine Nachbarn so richtig verdreschen kann. Das ist, glaube ich, überall falsch. Mhm. Ja, das ist nicht nur bei uns so. Ja. Ja. Im Gegenteil, bei uns bist du sowieso sofort aussortiert, wenn es so eine, also sofort. Wir sortieren das aus. Ich kann das sowieso im Dojo nicht brauchen, sowas. Mhm, ja, wenn man merkt, dass einer nur drauf hat, ich glaube, die kommen auch gar nicht zu mir. Weil unsere Präsentationen im überwiegenden Fall eigentlich nicht so spektakulär sind. Ja. Wir können schon spektakuläre Sachen machen, das ist eh klar, wie es präsentieren muss. Aber letztlich, nach außen sind wir nicht so diese marktschreierische. So ein marktschreierisches Profil haben wir ja gar nicht. Ich glaube, in den letzten 20 Jahren zwei Leute gehabt, die hätten gern draufgehaut. Einer davon ist aus einem Kontaktsportart gekommen, wo sie mit Vollkontakt gearbeitet haben. Der ist aber nach der zweiten Einheit gegangen, weil wir ihm zu hart waren. Okay. Original. Ich war selber erstaunt, weil ich ein anderes Klischee von der Kontaktsport hatte, das war Kyokushin Karate. Also die sind wirklich heftig. Die geben Gas, absolut, die geben ordentlich Gas. Und sind zu bewundern, weil das ein toller Wettkampfsport ist, weil die tun nicht nur herumhupfen und tun, geben Gas, ja. Aber dem waren wir zu hart. Wir machen aber keinen Wettkampf. Das heißt, in der Übung waren wir ihm zu hart, weil in der Übung passend, also treten die jetzt nicht voller Wäsche hinein, nur. Aber wir haben halt trotzdem 2,5 Stunden und teilweise mit relativ intensivem Kontakt so weit trainiert, dass er gesagt hat, nein, das ist ihm zu viel, schafft er nicht. Er möchte diese Belastung nicht fahren. Weil gerade beim Wettkampfsport machst du ja gewisse Dinge gar nicht, ja, damit eben keine Verletzung auftritt. Genau. Und der hat halt dann gemerkt, wollte halt reindreschen, ohne dass er Schmerzen hat. Ne? Das funktioniert halt nicht. Ja, interessant. Das heißt, wenn ich es versuchen möchte, man kann es ja nur sagen, ich möchte es versuchen, ich weiß ja nicht, ob es wirklich ist, kann man sich an dich wenden. Ja, ist überhaupt kein Problem. Und man kann, dann nehme ich einmal an, so eine Schnupperstunde oder? Ja, natürlich, freilich. Bei uns gibt es mindestens ein Testtraining, ein Schnuppertraining, das ist vollkommen unverbindlich, kostet auch nichts, dass man mal schaut, liegt einem überhaupt der Trainingsstil, das ist das Allerwichtigste. Was auch immer du machst, wenn du denjenigen nicht leiden kannst oder mit dem nicht warm wird, der gerade das beibringt oder der Lehrende ist, dann kannst, egal wie gut der Inhalt ist, wird nicht gut funktionieren bei den meisten. Ob dir das taugt, was da gemacht wird, das wirst du alles in so einer Einheit dann doch schaffen. Und vom Alter her gibt es da irgendwo Begrenzungen? Ich meine, ja, ich habe eine grundsätzliche Sache, das ist so, 15 ist das Mindestalter, wobei da gibt es, das ist so die Faustregel, und nach oben hin gibt es so lange keine Beschränkung, als du sozusagen das Dojo betreten kannst. Ja. Ich habe mein ältester Schüler, mittlerweile hat er keine Zeit mehr, aber war 72. Und war dabei und hat Rollen und Fallen und alles auch noch gemacht. Also ja, funktioniert natürlich. Dann kann man sagen, bis zum Rollator. Dann wird es ja. Also es ist auch so, ich habe ja auch für Selbstverteidigung für Senioren. Ja, das biete ich ja auch an. Das hat aber mit Ninjutsu nur in einem gewissen Bereich was zu tun. Wobei natürlich da auch wieder die Mobilisierung und das sich selbst vertrauen sehr viel hineinspielt. Und ich mache auch am anderen Ende der Altersskala mache ich auch was, ich mache die sogenannten Ninja Kids, da mache ich auch einmal für Kinder von 8 bis 14. Mhm. Also quasi 8 bis 14 angemessen für Kinder und dann ab 15 kann man theoretisch bei uns auch ganz normal mit allen Erwachsenen, da ist man ausreichend ausgewachsen oder zumindest groß,
um alleine wegen der Hebelverhältnisse und der Kraftverhältnisse mithalten zu können. Alles andere wäre für beide Seiten frustrierend. Für die, die schwächer sind körperlich, ist es frustrierend, einfach nicht mitmachen zu können oder nicht alles durchziehen zu können, weil der Typ zu schwer ist. Und auf der anderen Seite, wenn ich mit einem trainieren muss, der 60 Kilo leichter ist als ich, weil das ein Händel ist, mit dem kann ich auch nicht sinnvoll trainieren, weil dann muss ich eher aufpassen, dass ich den durch eine unbedachte Bewegung nicht verletze oder ihm wehtue. Alles klar. Wir haben jetzt schon Post-Corona gesprochen. Ja. Wir sind leider Gottes noch immer mitten in diesem ganzen Desaster. Ja. Ich hoffe nicht mehr in der Mitte, ich hoffe schon gegen das Ende. Ja, gegen das Ende hoffe ich auch. Du hast relativ zeitig darauf reagiert. Ja, wir haben am 13. März haben wir, glaube ich, haben wir erfahren, öffentlich noch, dass alles zugesperrt wird am Montag. Mhm. Also am Freitag haben wir erfahren, dass am Montag alles zugesperrt wird. Und ich habe gesagt, mit meiner Partnerin, die gleichzeitig auch noch Trainingspartnerin ist, Trainerin auch ist, sehr gute Trainerin, gesagt, gut, wir müssen für die Leute was tun. Wenn die wirklich eingesperrt werden, und ich habe aber gewusst, das wird nicht für eine Woche sein, sondern das wird lang sein. Ich habe da mit Ärzten und mit Tierärzten drüber gesprochen, die von Epidemien ja viel verstehen. Casino und so. Ja. Ich habe gesagt, das wird länger dauern, das können wir uns auf jeden Fall auf einen Monat, mindestens einen Monat einstellen. Wenn jetzt wirklich was Ärgeres ist, wird es noch länger sein, wir müssen unbedingt was tun. Meine Schüler nagen am Hungertuch, was Lernen betrifft, würden überhaupt nichts geboten bekommen, alleine trainieren ist, wir müssen was machen. Okay, was ist das Mittel der Wege? Streaming. Gut. Dann haben wir noch innerhalb kürzester Zeit alles aufgetrieben, was für irgendwie für einen Streaming-Dienst nötig war. Also alle Kabel und alles klumpert. Das war am Samstag noch, da sind wir echt gestanden. Boah, das war Himmel, war arg. Haben in meinem Heim-Dojo einfach ein Mini-Studio aufgebaut, also wirklich ein behelfsmäßiges Studio. Und haben angefangen, gleich am ersten Tag des Lockdowns, am Montag, den 16. März sofort anzufangen mit 1,5 Stunden am Tag, am Abend Streaming. Und dann halt eine Woche später haben wir noch was aufgestockt mit einer Stunde mehr, weil auch noch ein bisschen also physisches und mentales Training dazugekommen ist. Sofort reagiert. Alles gemacht. Und seitdem, dann 49, heute ist der 50. Tag, glaube ich, ja, heute ist Tag 50, ohne Unterbrechung, durch Streamen, jeden Tag. Ja, das ist auch etwas, was ich von anderen Dojos noch nicht gesehen habe. Also leider, muss ich dazu sagen, weil ich ja selber auch gerne was genießen würde. Das gibt es so nicht. Das meisten das heißt, Profis ihr habt haben halt. Eure Schüler nicht hängen lassen. Nein, nicht nur unsere Schüler, ich stelle das ja kostenfrei ins Netz. Mhm. Ja, mittlerweile. Es ist auch so, dass alle rundherum ein bisschen eine Struktur bekommen können. Wenn sie wissen, das taugt ihnen, sie schauen zu und wir machen das nicht bierernst, sondern wir haben so ein bisschen einen Comedy-Effekt dahinter drinnen. Also in der Doppelkonferenz soll da auch ein bisschen Humor mitspielen, damit die Leute einen Spaß dabei haben, wenn sich da zwei Leute kloppen. bieten wir den Leuten ein bisschen eine Möglichkeit, sich den Tag zu strukturieren, denen zum Beispiel zu Hause die Decke am Kopf fällt, wenn sie sonst lauter Beschränkungen haben und das, was sie sonst normalerweise machen, nicht machen können. Mhm. Wenn jemand weiß, er schaut sich das gerne an und er möchte das auch auf jeden Fall pünktlich sich anschauen können, dann richtet er sich seinen Tag auch so ein, dass das bis zu dem Zeitpunkt sich ausgeht, dass ihm nichts nachhängt. Möglicherweise, ich sage nur möglicherweise, und das ist eine Strukturhilfe. Und Menschen brauchen nun mal ein bisschen eine Struktur, die denen von einem Tag am anderen Gewohnheiten weggenommen werden, weil Gewohnheiten sind ja Struktur. Mhm. Und wenn ich ihm die Gewohnheit wegnehme und nichts ersatzlos wegnehme, ich spreche nicht davon, dass das nicht eine sinnvolle Aktion war, das möchte ich ja gar nicht kritisieren. Aber es ist halt ersatzlos weg. Es ist weggepumpt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und der hat überhaupt nichts, dann ist er ein Vakuum und der kann das selber nicht, unter Umständen nicht füllen, weil das nicht gewohnt ist. Wir haben es halt gefüllt, weil wir das gewohnt sind, so zu machen. Wir müssen uns an die Gegebenheiten anpassen. Das war ja unser Weg. Und dann kann er das befüllen, sich anschauen und zumindest sich über die beiden Leute lustig machen, die da sozusagen 1,5 Stunden Techniken oder was auch immer halt an Streaming-Inhalten bieten. Und vielleicht hilft es auch, die eine oder andere, was nämlich mit Sicherheit kommen wird, es wird sicherlich bei vielen Menschen so diese posttraumatischen Störungen auslösen. Hoffe ich nicht, aber ja. Fürchte ich fast. Aber ich schätze mal, dann ist das eine Chance, eventuell das zu minimieren. Ja, möglicherweise können einige Leute, ich würde mich wirklich freuen, ich werde natürlich nie das Feedback bekommen, aber an sich würde ich mich tatsächlich, ich würde mir wünschen, dass es bei den Leuten, bei denen es sich ausgeht, dass sie die Kurve bekommen und zwar sich zwar nicht darüber freuen, dass es passiert ist, aber dass sie dann danach wieder normal weitermachen können. Ja?
und nicht dann einen Schaden genommen haben im Geist oder sogar im Körper, wenn sie halt nur da rumsessen und Chips essen oder halt die Vorräte plündern und das halt doch zumindest die Kurve so kriegen, dass sie sich dann, das war eine miese Zeit, aber ich bin drüber weggekommen, ohne dass ich jetzt dann Therapeuten brauche oder schlimmeres Medikamente und noch ärgere Sachen. Ja. Das würde ich mir echt wünschen, aber wie gesagt, das werde ich nie im Leben erfahren, voraussichtlich. Und das ist auch nicht das Ziel, dass ich das jetzt erfahre. Es ist mir egal, das Prestige ist mir vollkommen wurscht. Ja, wenn ich prestigesüchtig wäre, würde ich es anders machen, würde ich es auch anders aufziehen. Sondern ich wollte definitiv das zurückgeben, was ich als Lehre und als Stütze erfahren habe. Und diese Multiplikation über das Internet macht es ja auch möglich. Ich kann mir jetzt nicht irgendjemanden suchen und sage, dir gebe ich es zurück. Ich biete es an und die es nehmen können und wollen, sollen sich es nehmen. Und am besten, weil mir geht nichts verloren, ob es jetzt 100 Leute nehmen oder nur einer das Streaming, was nicht, ist mir wurscht. Genau. Ja, das ist besser, das ist ein Multiplikator, je mehr, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zumindest, und wenn es nur einem geholfen hat, war es schon wert. Genau. Wenn es nur einem geholfen hat, dass er sich irgendeine unangenehme Geschichte oder noch schlimme, dramatische Sachen der Sport, war es die ganze Sache wert. So frei nach dem Spruch, rettest du nur ein Leben, rettest du die Welt. Ja, also ich würde das jetzt nicht so dramatisch sehen. Aber es ist immerhin... Es trifft die Richtung, aber ich würde mich jetzt nicht so sehen wollen. Das ist hoffentlich in einem etwas geringeren Ausmaß. Absolut. Das würde ich nicht wollen. Gut. Wir könnten wahrscheinlich jetzt noch stundenlang weiter plaudern. Es ist sehr erfrischend. Wir haben vorher schon sehr lange geredet und sehr viel erfahren. Es ist eine interessante Sportart, Philosophie, wie auch immer, egal wie man es benennt. Es ist interessant, es macht Sinn und wer sich interessiert, kann sich mit dir in Verbindung setzen. Natürlich. Fragen kostet nichts, ausprobieren kostet nichts. Kostet nichts. Und wir beißen nicht, noch nicht. Genau. Alles andere wird sich weisen. Ja, genau. Dann sage ich dir schon recht herzlichen Dank. Ja, das war wirklich sehr erfrischend. Gerne. Hat Spaß gemacht, dass du bei uns warst. Und wir sehen uns bald wieder. Ja, das hoffe ich. Danke dir. Danke. Gerne.